Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Wir schauen uns den City Bus Manager an. Der ist seit kurzem im Early Access auf Steam und wird entwickelt von PDB GBA. Die sind bekannt für ihre OMSI-Add-ons und ich glaube der Tourist Bus Simulator, genau, ja. Und ja, die haben jetzt den City Bus Manager rausgebracht. Was ist das? Im City Bus Manager sind wir quasi ein Busunternehmen und da bauen wir unseren eigenen Betriebshof auf und können dann in irgendeiner Stadt auf der Welt, die wir uns aussuchen, Buslinien machen und dann schauen, dass wir hier das Unternehmen entsprechend sauber führen. Und das haben sie ziemlich cool gemacht. Ich habe schon ein paar Stunden investiert und jetzt zeige ich es euch quasi hier auf dem Video. Es fängt damit an, dass wir hier Regionen haben. Die kann man sich schon mal vorab herunterladen. Ich glaube, Südeuropa und Mitteleuropa sind schon per Standard. Ich habe mir jetzt noch Afrika und Südamerika mit dazu geholt. Und ich könnte mir jetzt aber auch Russland, Nordeuropa, Osteuropa etc. runterladen, wenn da eine Stadt ist, die ich gerne spielen möchte. Okay, ich würde sagen, wir sagen hier ein neues Spiel. Und jetzt wird hier schon gefragt, wo möchtest du denn starten? Also er hat dann auch schon Vorschläge. Das wäre dann hier das Land. Und ich möchte gern Afrika und Südafrika, wenn das denn hier hat, genau. Und dann möchte ich Johannesburg machen. Mal was anderes. Firmenname, sag mal Black Lion Inc. Oder nee, wisst ihr was? Dafür Bass Inc. Okay. Dann, Hintergrund, das ist dann eigentlich nur für den Betriebshof dann wichtig, wie der da von der Umgebung aussehen soll, hat aber sonst keinen spielerischen Effekt. Dann Spielemodi, Sandbox, normal, Experte, ist dann vor allem für das Startkapital. Wir bleiben auf normal und ich glaube, mir gefällt das Dorfsetting besser, auch wenn Johannesburg eine echt große Stadt ist. Ich würde sagen, Spiel starten und dann fängt er auch hier zum Laden an. Das braucht aber einen kleinen Moment, je nachdem, was man für Stadt gewählt hat, jetzt ein bisschen länger. In der Zeit gibt es für euch natürlich eine kleine Pause. So, da, und fertig ist er. Ja, das Erste, was das Spiel von uns haben will, ist, dass wir quasi unser Depot irgendwo deponieren. Und ihr seht, das ist hier die echte Karte von Johannesburg. Und wir werden dann auch später die echten Bushaltestelle sehen. Und da sehen wir auch hier zum Beispiel, ja, die Schienennetze und Bahnhöfe sind auch noch mit einbaut. Johannesburg Park Station. Ich habe gerade voll keine Orientierung, wo wir hier sind. Und ich glaube, man kann hier das Gebiet dann noch erweitern. So, wo bauen wir denn unser Depot hin? Ich würde sagen, in der Nähe vom Bahnhof. Was wäre denn so ein guter Platz dafür? Es sieht nach Stadion aus. Hier oben da vielleicht. Was ist denn das hier? Das ist eine Universität hier oben. Dann würde ich sagen, das Gebäude da. Oder da bei der Straße. Möchtest du das Depot hier platzieren? Ja, bitte. Okay. Wir gehen mal hier kurz in die Pause. Und rechts läuft jetzt dann quasi ein Tutorial mit. Das startet jedes Mal. Und da geht es darum, dass wir hier erstmal die grundsätzlichen Dinge bauen, die wir für das Depot benötigen. Und jetzt seht ihr das mit dem Hintergrund. Wir haben hier so einen dörflichen Hintergrund und hätten wir jetzt die Stadt ausgewählt, dann wäre das so gestylt, als wären wir in der Stadt. In dem Gebiet hier drin können wir unser Depot erstmal bauen. Das lässt sich dann später erweitern. Aber jetzt bauen wir erstmal die grundsätzlichen Sachen. Das Erste, was er will, dass man hier das Service Center ausdekoriert. Das ist das hier. Da kommen dann später die Leute rein und tun sich da beschweren oder kaufen da Wochentickets. Und das ist gerade für den Umsatz sehr wichtig. Okay, wir haben hier das Baumenü und dann haben wir hier das Service Center. Und das Erste, was ich jetzt schon mal mache, das ist das mal ein bisschen erweitern. Hier sind zwei Felder. Und dann machen wir hier hinten eine Tür rein. Werdet ihr gleich sehen, wieso. Und das Service Center braucht hier dieses Service Schalter, wo die Leute dann hingehen. Da hätte ich gern einen hier. Und einen hier. Dann Informationsmonitor. Mache ich da jeweils dahinter. Und ein bisschen Deko.
sowie Sitzmöglichkeiten für die Leute, wenn sie dann reinkommen. Muss noch ein bisschen aufpassen aufs Geld. Naja, bitte so. Okay. Ich glaube, ein Mülleimer wäre hier auch nicht schlecht. Also, Feature Request. Ich hätte gern, dass die Wand, die zu mir hier ist, irgendwie so ausgeblendet wird. Das wäre irgendwie schön. Das macht es ein bisschen einfacher mit dem Bauen. Okay. Sonst noch irgendwas? Couchtisch. Dann sieht es hier hinten da echt mal schön aus, erstmal. Okay, wir brauchen jetzt noch ein paar mehr Gebäude. Das wäre andererseits, machen wir hier mal das Büro. Da sind dann unsere Forscher drin und die Mitarbeiter, die sich da aufhalten. Das darf ruhig ein bisschen größer sein. Ich mache das mal 8×15. Denn später, wenn wir dann mehr Mitarbeiter haben, heißt es dann, die Büroflächen müssen entsprechend angepasst werden. Was natürlich auch Sinn macht. Auch das tun wir ein bisschen ausdekorieren hier. Also ich pflanze da jetzt Sachen schon rein, die man am Anfang gar nicht mehr so brauchen würde. Aber es sieht schöner aus. Haben wir hier die drei Arbeitsplätze. Ja, ein paar Sitzmöglichkeiten. Was machen wir noch? Mülleimer. Aquarium. Ja klar, das machen wir hier da hinten rein. Ah, so ein Drucker. Braucht man immer. Mal hier bei der Wand noch ein bisschen was hinbauen. Ah, so ein Regal. Regal 2. Ja, warum nicht? Pinnwand. Braucht die Welt. Pflanzen. Den grünen Touch. Und dann hätten wir hier das Büro schon mal fertig. Also die müssten übrigens hier nicht aneinander gebaut werden. Ich konnte es auch frei hier irgendwie bauen, so wie es mir halt dunkt. Aber ich baue das jetzt mal hier zusammen. Dann brauchen wir hier einen Flur. Das Ganze verbindet. Ich mache das mal hier breit. Okay. Müssen wir hier die Tür nochmal platzieren. Okay. Und im Flur werden dann die Spinde platziert. Und pro Mitarbeiter braucht man einen Spind. Das heißt, diese eine Wand mache ich hier schon mal voll damit. Optisch gewinnt das keinen Schönheitspreis, aber es funktioniert. Und warum hast du ein Ausrufezeichen? Okay, du warst gedreht. Okay, eine Küche hättest du auch noch gern. Ja, die kriegst du von mir. Machen wir hier auch mal etwas größer. Ich werde jetzt aber schon mal den Flur hochziehen. Also wir kommen dann gleich zu dem Bus und Co. Aber erstmal müssen wir hier das Betriebsgebäude aufbauen. Küche. Ich hoffe, ich denke dran und mache Timestamps. Dann könnt ihr entsprechend forwarden. Zu dem Punkt, der euch dann interessiert. Ah, Kühlschrank. Hätte ich gern 2. Und ein Getränkeautomat. Voll die Sims-Feelings hier. Stehlampe. Jetzt irgendwas vergessen. Also eine Kommode könnte man hier noch reinmachen. Ja, kleine feine Küche. Und nur sitzen kann man hier nicht. Machen wir hier mit den Stühle hin. Tisch gibt's nicht. So, als nächstes ein Badezimmer. Damit sie aufs Klo gehen können. Was Sinn macht. Da würde ich sagen, machen wir hier eine getünte Tür. Und jetzt können wir hier Mauern auch einzeln platzieren. Ich mache das hier immer mit 2 hier. Ich bin halt voll nicht der Raumgestalter. Aber es funktioniert.
Gehe ich hier nochmal in die Küche. Hier auch nochmal ein Bauer, damit ich hier eine Tür platzieren kann. Tönt. Okay, und... Shit. Ich war jetzt bei der Küche drin. Nimm das trotzdem. Ist das... Ja. Sehr gut. Waschbecken braucht's. So, kann ich das hier hinten nicht bauen? Ach, Menno. Dann bauen wir halt zwei hier so hin. Auch Pflanzen hier wieder. Ich finde es ja schön, dass er ein bisschen automatisch Deko reinmacht hier mit den Bildern und teilweise Fenstern. Sollen wir da ein Fenster reinmachen? Das geht gar nicht. Das geht nur bei den Außenwänden. Okay. Das heißt, das Wichtigste wäre jetzt mal gebaut. Beziehungsweise es fehlt noch der Lagerraum. Der ist doch für die Werkstatt wichtig, für Ersatzteile. Wir bauen jetzt erstmal die Straße hier weiter. Die baut man hier in diesen Kacheln. Ich will mal überlegen, wie ich das am schlausten mache. Ich glaube, ich baue das gerade wieder ab. Und Straße bitte bauen. Und mache das hier mal so, dass die Straße hier so nach unten geht. Dann brauchen wir hier natürlich einen Stellplatz. Ich baue, also gibt es in klein, mittel und groß. Ich baue dir gern gleich schon mal in groß. 1, 2, 3, 4. Sicherlich erstmal. Und dann braucht man hier noch eine Hebebühne. Soll ich die auch gerade schon in groß bauen? Ja, macht vielleicht Sinn. Eine Waschanlage. Da dran setzen. Und hier hinten können wir dann gerade das Lager bauen. Müssen wir schauen. Setze ich irgendwie mal so ran. Tür. Und Lagerregal. Da kommen dann wirklich die Ersatzteile rein. Ich denke mal, das reicht. Da kann sich der Mechaniker das hier so rausholen. Straße. Lackiererei. Nein, das brauchen wir noch nicht. Das Geld sparen wir uns. Tankstelle. Ist nur wichtig. Ansonsten, glaube ich, haben wir es. Jetzt müssen wir kurz schauen. Stellplatz groß, der geht da unten noch hin. Wir gehen mit der Straße darüber. Das heißt, wir haben da unten weitere Stellplätze. Wie haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, machen wir 8. Dann reicht es erstmal für den Anfang und dann können wir hier rüber gehen und weiterbauen, je nach Bedarf. Okay, dann kommt es jetzt darauf an, dass wir hier erstmal unsere E-Mails lesen. Willkommen in Johannesburg. Wir freuen uns sehr, dass du dich ab sofort in unseren Nahverkehr kümmern wirst. Um dich dabei zu unterstützen, erhältst du von uns Subventionen in Höhe von 196% auf alle Einnahmen. Außerdem bekommst du Rabatte auf alle Busse, Ersatzteile, Gebäude und Einrichtungen. Auf eine gute Zusammenarbeit. Ja, das ist doch schön. Stichwort Ersatzteile. Da werde ich jetzt schon mal ein paar Sachen bestellen. Wird ein bisschen teuer, aber ich hätte gern von allen Sachen erstmal zwei. Bis auf den Motor. Den kaufe ich mir noch nicht. Der ist ein bisschen teuer. Mit 2037 Franken. Übrigens, die Währung kann man umstellen. Je nachdem, was man gerne hätte. Lieferung um 9 Uhr. Oder Lieferung sofort. Sofort. Und dann werden wir auch gleich schon mal Personal einstellen. Busfahrer, Freundlichkeit, Zuverlässigkeit. Ich nehme den und den. Mechaniker hätte ich gern erstmal ein. Der hat eine mega gute Zuverlässigkeit. Forscher. Nehme ich ihn hier. Reinigungskraft.
nehmen wir den da. Und Service-Mitarbeiter den da. Okay. Mal kurz gucken. Jetzt haben wir hier mich 1111. Ja, passt. So, Marktplatz. Also wir haben jetzt momentan nur zwei Busse, die man kaufen könnte. Das war der Sprinter mit 30 Fahrgästen und der Sito mit 38 Fahrgästen. Ich werde mal schauen, dass wir recht schnell hier Forschung machen für einen größeren Bus. Da haben wir ja Solobusse, Gelenkbusse, Doppeldeckerbusse und dann gibt es halt hier so Sachen wie Spritverbrauch senken, Bushaltestelle upgraden, Betriebsgelände vergrößern und so weiter. Und das sammelt dann mal hier mit Medaillen, dass man hier das dann freischalten kann. Und das ist abhängig von den Aufgaben, die dann später hier aufploppen. So, wir sollen jetzt zwei Busse kaufen. Also neu kostet der Sito 10.600 Franken. Schauen wir mal den Gebrauchtmarkt mal hier rein. Da würde ich natürlich gerne ein bisschen Platz sparen. Da sehen wir schon hier den Zustand. Sauberkeit ist jetzt mal egal. Keileriemen muss man tauschen, wenn Motoröl. Scheibenwischer haben da was. Der nächste wird 38. Da sind die Reifen am Arsch. Bremsbeleg. Der will aber nur 5.700. Das könnte ein Schnäppchen werden. Naja, da hat es was mit der Klimaanlage. Ich glaube, den hätte ich gern. Und da kann man jetzt noch ein bisschen feilschen. Mal schauen, ob ich den für 5.000 kriege. Nice. Bei dir ist halt ein bisschen mehr im Argen da, ne? Motoröl und Reifen, Blinker und Router. Mal schauen, kriege ich dich auch für 5.000? Abgelehnt. Ja, schade. 10.000. Motoröl und Reifen. Ja, das sehe ich irgendwie nicht. Blinker und Router da. Reifen, Keilriemen, Motor, Blinker. Da ist wieder mehr. Der ist besser. Aber so viel will ich nicht zahlen. 6.500, ne? Was sagst du? Geil! Haben wir Geld gespart. Wobei, den müssen wir jetzt dann gleich mal ein bisschen aufarbeiten. Und wisst ihr was? Wir werden jetzt doch die Lackiererei bauen. Weil dann können wir die umlackieren. Das war hier bei Straße. Was ist denn? Ah, 12.000 kostet der ganze Spaß. Dann müssen wir hier mit der Straße erstmal weiterbauen. Ich baue das erstmal so nach oben hier weiter. Und dann wollen wir nach rechts erweitern. Lackiererei. Shit, die passt da gar nicht. Oh, so passt sie rein. Mega Platzverschwendung hier. Mal schauen, ob ich das lasse. Aber hier unten haben wir erstmal Busparkplätze und da oben könnte man noch. Ansonsten kann ich die Lackiererei ja nochmal abreißen. Mal schauen. Okay. Zum ersten Mal die Zeit weiterlaufen lassen. Was sollten jetzt unsere Busse auftauchen? Da sind sie. Oh, der stinkt so richtig. Und wenn es hier so qualmt, dann hat er hier halt Schäden. Und da kommt unsere Expresslieferung. Und der parkt hier unten erstmal. Unser Personal ist auch noch nicht da. Ah, jetzt kommen die langsam. Okay, wir sagen jetzt hier erstmal Sauberkeit außen. Hier Sauberkeit innen. Wir können halt jeweils nur eins machen, indem wir nur eine Waschanlage haben und eine Reinigungskraft. Aber die kommen jetzt hier gleich... Ah, shit, ich habe beim Flur die Tür vergessen. Damit sie hier auch wieder rauskommen. Oder schneller rauskommen, besser gesagt. So, bist du die Reinigungskraft? Ja, Anna. Der fährt jetzt hier in die Waschanlage. Und die bringen jetzt hier die ganzen Ersatzteile hier hinten rein ins Lager. Und dann können wir uns das hier mal ansehen.
Ah, ist süß gemacht. Okay. Ja, da unten sollte es dann auch noch gereinigt werden. Und dann schicken wir beide noch in die Werkstatt. Ach, du willst eine Hebebühne Standard haben. Muss ich das jetzt wirklich bauen? Ach, nö. Hebebühne. Ah, toll. Okay, die Hebebühne werde ich jetzt aber wieder abreißen. Ich brauche keine zwei. Nein! Mach das alles weg hier, bitte. Kannst du auch das hier bitte wegmachen? Wie kriege ich denn das jetzt weg? Ah, jetzt. Okay, die erste Buslinie soll es dann schon mal sein. Bitte Sauberkeit. Ah, Sauberkeit innen können wir noch nicht machen. Technischer Zustand. Wir werden mal hier die Reifen mal austauschen lassen. Aber wobei, sie müssen es erst noch reintragen. Ah, jetzt haben sie es. Und das kann ruhig noch ein bisschen schlechter werden. Also es gibt keine freie Hebebühne in der passenden Größe für diesen Bus. Ich brauche nur da warte, bis eine frei wird. Was? Ernst jetzt? Der kann da nicht reinfahren auf die Große? Das ist dämlich. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Ja gut, also haben wir zwei Hebebühnen. Jetzt ist es sogar hier so ein bisschen verbunden. Ah, das ist echt dämlich. Warum kann der da nicht auf die Große rauffahren? Ich meine, die Dinger da, die kann man doch verschieben. Aha, na gut. Early Access, da wollen wir jetzt mal noch nicht so viel sagen. Er ist jetzt da schon am Forschen. Dekorationsbewertung 29. Kann das jetzt mal hier gereinigt werden? Bitte, danke. Oder Reinigungskraft haben wir doch. Räumt Pakete ins Lager. Okay. So, der ist jetzt schon mal auf der Hebebühne. Kommt auch hier oben jetzt rauf. Und wird repariert. Aber warum kann ich ihn jetzt sagen, reinigen? Sollen wir vielleicht gerade schon mal einen zweiten Mechaniker einstellen? Ich glaube, der macht auch die Tankfahrten. Ja, ach, das geht nicht. Spannend. Okay, wir machen jetzt erstmal die allererste Buslinie. Gehen wir hier mal auf die Karte. Und jetzt wird spannend, was wir hier machen. Natürlich wäre es interessant, dass wir hier natürlich so Geschäfte und Bahnhöfe mit den Häusern verbinden. Aber zu groß soll die erste Linie auch nicht werden. Würde mich nicht überfordert werden. Neue Linie, ja, da gibt es dann später hier so Angebote. Wo wir hier gewisse Verbindungen machen sollen, da brauchen wir aber erst mehr diese Medaillen, diese Pokale hier. Wir sagen hier eigene Linie. Können die jetzt, glaube ich, hier einer umbenennen. Welche Farbe hat die? Wir nehmen jetzt hier erstmal rot. Und hier zeigt er hier echte Straßenhaltestellen schon mal an. Aber er zeigt nicht alle an. Fragt mich nicht, nach was er da geht. Aber die könnte man theoretisch auswählen. Ich würde sagen, Johannesburg Metrobus Depot. Ach, da wäre sogar das offizielle Depot gewesen. Okay. Wo lassen wir denn unsere Buslinie starten? Ich würde sagen, direkt vorm Haus. Hier. Kommt dann nicht hier runter? Geht das? Konnte nicht erreicht werden. Okay, dann. Ah, okay, verstehe. Kannst du die erreichen? Okay. Johannesburg Feature. Ah, das wäre dann hier so rein. Okay. Ich würde mal, dass du hier rauf. Okay, ne.
hier so rauf. Oder hier rein. Das ist eine Metrobuslinie und dann gehen wir hier in den Wohnbereich rein. Wieso fährst du jetzt von da oben rein? Dann werden wir das anders platzieren. Und fahren dann hier so runter. Kann ich das... Ja, aber da ist die Bushaltestelle so mitten in der Straße drin. Das kriegt ihr irgendwie nicht so schön mit. Na, okay. Was ist, wenn ich ihm das händisch gebe? Ja, händisch geht. Und dann jetzt irgendwie da zum Hauptbahnhof hier rein. Okay, dann fährt er hier so rein. Und Powerhouse kann er nicht machen. Und fährt dann wieder hier rauf. Okay, das ist aber ein bisschen dämlich. Wir machen das nicht so. Was ist, wenn du erstmal hier so hinfährst? Warum machst du das so dämlich? Jetzt nimmt er das erste nicht. Warum ist das jetzt so beschissen verbunden? Wills Art Museum. Das nächste wäre hier oben. Ach komm, mach das doch bitte mal sauber hier. Wieso kann er hier nicht nach oben hinfahren? Gut, dann nehmen wir das mal hier weg. Und dann hier mit dem bitte verbinden. Okay, dann haben wir hier mal eine größere Linie und die ist dann auch noch verbunden mit dem Bahnhof hier unten. Park Station, Long Distance Bus Station, Innsbruck Park Station. Okay, annehmen. Und jetzt sind wir hier quasi in der Einschätzung, was hier vielleicht los sein wird. Und jetzt können wir hier den Fahrintervall anpassen und ab wann wir eigentlich mit Bus losfahren. Da zum Beispiel 6 Uhr. Aber da verpassen wir schon ein paar Leute. Machen wir den Intervall mal alle 30 Minuten. Ziemlich geringe Auslastung. Aber das Fahrgastaufkommen pro Fahrt durchschnittlich 10 bis zu 30. In der Hauptverkehrszeit 6 bis 9, 6, 16 bis 19 Uhr alle 15 Minuten hat jetzt nicht viel verändert. Das ist, wenn man das so macht. Oder einmal in der Stunde. Wir machen hier alle 45 Minuten erstmal bis zu 40. Das sollte mit den Leuten, mit den Buskapazitäten auch passen. Und hier in der Kernzeit fahren wir alle 15 Minuten. Ja. Es gibt dann noch die erweiterten Einstellungen. Da kann man das ein bisschen fein justieren. Habe ich bis jetzt aber noch nicht gebraucht. Und natürlich, ob man zum Beispiel am Wochenende nicht fährt oder sowas. Das ist eigentlich noch ganz cool. Wir lassen aber das mal drin. Samstag, Sonntag. Linienwechsel innerhalb einer Schicht erlauben. Ja, ich lasse ich mal. Okay. Bestätigen. Und jetzt heißt es, Schicht zu weisen. Aber unser Bus ist ja noch nicht bereit. Der wird hier noch gereinigt. Okay, aber die erste Schicht 16:55 bis 20:10 können wir mal dem Bus hier geben. Und der zweite, schauen wir, ob der dann schon vorbereitet ist. Okay, zuweisen. Sehr gut. Und dann wird die Schicht jetzt erstmal zugewiesen. Und der erste Bus ist jetzt schon weg. Den können wir jetzt auch hier beobachten, wie er jetzt hier die Strecke abfährt. Und da sehen wir dann auch, wie viele Leute sind bei den Haltestellen, wie voll ist dann er. Und wenn hier dann zu viel los ist, dann können wir hier bei der Linie dann auch sagen, wir schicken einen Verstärker los. Also momentan ist die Auslastung sehr gering, haben wir ja gerade erst gestartet.
Und da könnte ich dann sagen, Verstärker einsetzen oder den Fahrplan nochmal anpassen, damit hier die Leute nicht ewig lang an den Bushaltestellen stehen müssen. Denn die schreiben hier unten Bewertungen da rein. Die sind teilweise mega geil. Okay, fast forward, please. Dann schauen wir mal, ob wir hier mal ein paar Fahrgäste dann haben. Er wartet hier erstmal auf seinen Abfahrt hier. Stehst du aber lange? Los geht's. Da stehen schon die ersten Leute. 2, 1. Oh, nice. Wir haben einen neuen Bus. Wird langsam. Der neue Bus. Schauen wir uns den mal kurz an. Marktplatz. Geil, der hat einfach schon mal 80 Leute. Aber kostet auch das Doppelte. Dich hätte ich gern gebraucht. Aber es hat noch keinen gebrauchten von denen. Ich brauche große Busse. Warte mal, bis hier was Neues kommt. 62.000. Gut, wir könnten es uns auch leisten. Okay, wir sollen nochmal einen Bus auftanken. Wir sollen hier nochmal auf die Finanzen klicken. Genau, da haben wir jetzt hier die Finanzübersicht. Wir können hier die Fahrpreise anpassen. Zum Beispiel Kurzstrecke 1,80. Einzelfahrschein 2,90. Tageskarte kostet 7,50. Wochenticket kostet 27,50. Und da sehen wir dann auch die Statistiken, wie sich das verändert. Okay, vergrößere dein Liniennetz, erstelle weitere Buslinien, um 15% der Gebäude und Sehenswürdigkeiten an dein Streckennetz anzubinden. Setze anschließend Busse auf den neuen Linien ein. Kriegen wir auch Geld dafür. Ja, dazu bräuchten wir aber dann wieder zwei Busse, ne? Aber wir könnten ja hier in die Pampa reinfahren, ist irgendwie sinnbefreit, aber hier unten könnten wir ein paar Sachen anbinden. Ich glaube, das wäre mal hier mit dem Bahnhof verbinden. Starten da. Macht das, wenn wir hier runterfahren? Ja, macht er wieder total beschissen. So, die lokale Buslinie hier runter. Okay, dann hier so drauf. Warum fährt er da nicht hier oben rauf? Mann. Ich glaube, es macht wirklich Sinn, hier mal ein bisschen rein zu zoomen. Damit man hier sieht, was hier was ist. Und dann fährst du hier oben wieder rein. Dann haben wir hier so eine kleine Linie. Mach ich mal in dem Farbton. Okay. Oh, du hast die Auslastung dazu. Ach du Scheiße. Aber die Fahrgastaufkommen 50 bis 105. Okay. Du hast eine echt hohe Auslastung. Schaffen wir das? Nee, alle 20 Minuten. Und alle 30 Minuten. 40 Minuten. Ein Bus. Ja. Müssen wir einen Bus kaufen. Und dann machen wir jetzt gerade einen größeren Marktplatz. Wir kaufen den neu. Kaufen. Und wenn wir den neu kaufen, dann können wir hier die Lackierung für uns selber machen. Wir können hier die Grundfarben einstellen, Busfarben. Wir können hier dann selber ein bisschen rummalen. Wir können hier sogar Layers machen. Wir können hier Artworks importieren. Also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, wie ihr dann quasi euren Bus anmalt. Ich bin kreativmäßig ganz schlecht bei sowas. Ich habe mir aus dem Steam Workshop ein paar Sachen runtergeladen. Und es geht auch ganz einfach. Man sagt dann hier einfach Steam Workshop durchsuchen. Und dann kann man sich hier die einzelnen Libraries raussuchen. Und das Coole ist, er tut das schon mal vorsortieren auf dem Bus, den man hier gerade drin hat. Mega cool. Ich werde aber hier das Arriva-Logo nehmen. Hat eigentlich nichts in Südafrika zu suchen. Mehr dann eher in Amerika. Ah, nicht Amerika, England, Entschuldigung.
oder? Ja, doch, glaube ich, in England. Und dann kommt der neue Bus. Hoffentlich. Da ist er ja. Der große. Und den können wir gerade zuweisen. Nice. Und fahrt dann demnächst weg. Was macht die andere Linie? Schauen wir mal die Auslastung an. Ja, nur ein Strich. Sehr gut. Okay. Ja, das ist erstmal gewesen. Das war der City Bus Manager. Ich denke, ich werde noch eine zweite Folge hier machen. Und ja, dann ist an euch. Schreibt es in die Kommentare. Wollt ihr von dem mehr sehen? Und wie ist euer Eindruck? Probiert es selber mal aus. Würde mich interessieren. Also, ab in die Kommentare und ich wünsche euch noch eine gute Fahrt. Bis dann. Das war's hier mit Bravour. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Bravour. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.